Hi, liebe Fred Carpets. Aber auch den nicht lieben Fred Carpets. Die bösen. Das sind Anführungszeichen. Das sind unorthodoxe. Quallen. Über was reden wir heute? Wir reden über The Handmaid's Tale. Ja, ganz recht. Dann reden wir über die Apokalypse-Staffel bei American Horror Stories. Weil es war in den Kommentaren erwähnt und ich habe euch gesagt, ich werde über alles reden, okay? Und dann noch über die Serie Tiger King, was überhaupt gar keine Empfehlung ist von mir, Leute. Was soll ich sagen? Ihr wolltet es, ich hab's geguckt. Es ist einfach nur schrecklich. Es ist White Trash mit Beilage, White Trash, mit White Trash Salat. Es war schrecklich. Ihr wolltet, dass ich es gucke und ich hab's gemacht. Bitte, Leute, nächstes Mal reden wir über Disney-Filme oder so. Oder Liebeskomödien, so ein Zeug. Macht einfach mal so eine in die Kommentare, weil ich habe keine Lust mehr auf diese Depri-Stimmung. Es ist einfach zu Depri. Wir reden nächstes Mal über was anderes, okay? Kriegen wir das hin? Dankeschön. Boah, das habe ich runtergerattet wie nichts. Aus diversen Gründen bin ich jetzt einfach mal hier. Das andere Zimmer ist total zugemüllt und deswegen dachte ich so, okay, hier, obwohl hier ein Farbeimer im Hintergrund ist, sind wir besser aufgehoben. Oh, ich habe voll Durst. Ja, euch ist wahrscheinlich auch gefallen, dass ich in letzter Zeit über mehrere Serien und Filme gleichzeitig geredet habe. Es geht einfach nur darum, dass wir kleine Schnippel nehmen und ich dann nicht so viel spoiler, aber es passiert trotzdem. Deswegen, wenn ich gleich über die Staffel von American Horror Stories reden werde und ihr nicht gespoilert werden wollt, dann hört kurz weg. Und nun weiter. Wir reden über die Serie Handmaid's Tale. Ich dachte, ich fange an mit der Reihenfolge, wie sie mir auch gefallen. Also Handmaid's Tale ganz oben und danach geht es einfach nur noch bergab. Ganz recht. Wie gesagt, das nächste Mal reden wir einfach mal über Filme und Serien, die voller Liebe sind, Disney-Romanzen oder was auch immer. Ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen Debris-Shit. Wir haben ja sonst über Zombie-Filme geredet, so das typische Das-Ende-der-Welt-Szenario. Aber jetzt wird es einfach mal Zeit, über Filme zu reden, die näher sind. Weißt du, wo es darum geht, dass die Politik, einfach die Regierung kollabiert und irgendwas passiert. Gesellschaftlich, weißt du, auf einer anderen Ebene, so als Zombie, weißt du, was ich meine? Ja, du weißt, was ich meine. Bei The Handmaid's Tale, man fängt in der Serie direkt an. Die Serie beruht auf einem Buch. Das Buch wurde geschrieben, ich google das mal schnell. Das Buch wurde geschrieben 1985. Es geht hierbei um eine dystopische Gesellschaft. Das Gegenteil von utopisch. Utopisch ist da, wo alles toll ist. Und dystopisch ist einfach so, so wie Brave New World, weißt du, Zukunft, bla, und dann ist da alles nicht so toll, bla. Bei The Handmaid's Tale geht es um eine Markt. Auf Deutsch, der Report der Markt. Es geht um eine Welt, USA, in unserer Zeit, irgendwie wurde die Regierung, die Rechte, die man vorher hat, von einer theokratischen Diktatur, Republik Gilead genannt, überwältigt. Ich habe das jetzt nicht googeln müssen, ich habe jetzt nicht auf den Bildschirm geguckt, ist einfach nur, ich habe zur Seite geguckt, aus dramaturgischen Gründen, damit ich so mache, weißt du, so. Und dann dramamäßig in die Kamera gucke. Und in dieser Geschichte geht es halt um Märkte, also es ist, ich fasse es zusammen, kurz, okay, kurz und knackig. Es geht um eine Gesellschaft, wo man die reichen Leute hat, politisch angesehene Leute, und die haben Angestellte, unter anderem Leute, die Essen kochen, dann eine Markt und dann auch ein Fahrer. Ist alles kurz gefasst, Leute, okay? Ist eine tolle Serie, schaut es euch an. Wie gesagt, ich fange mit der Serie an, die ich am meisten mochte und dann geht's bergab. Diese Markt, ihre Aufgabe ist Kinder zu gebären. Ja, ganz recht, es läuft ganz abgefahren ab. Da ist die Frau vom Hause und ihr Mann, die dann in einer Zeremonie, die dann monatlich stattfindet, zusammen mit der Magd ist die Frau auf dem Bett, hält die Magd fest, während ihr Mann sie befruchtet, beziehungsweise halt vergewaltigt. Ja, sowas geht ab. Diese Geschichte, dieses Buch wurde verfilmt. Es gibt einen Film, der vor, ich glaube 1990 rauskam, irgendwie in diesem Dreh. Es geht halt darum, dass diese Märkte und auch die anderen Angestellten, die sind halt alle scheiße dran. Da sind Leute mit Maschinengewehren und die töten Leute, die nicht auf ihre, die Regelungen hören. Also die haben auch am Anfang gezeigt, so ein paar Flashbacks, hier und da haben Flashbacks gezeigt, wie die versucht haben, dieses System zu überwältigen, indem sie demonstriert haben und so. Und dann wurden sie einfach abgeknallt. Und in dieser Serie geht es dann darum, dass June, die in dem Film, in der Serie halt Des Fred heißt oder anders, weil je nachdem, in welchem Haus sie wohnen, so wird sie halt benannt. Sie haben keinen Namen mehr. Und die Kinder, die sie vorher hatte, die wurden ihr weggenommen. Ist ziemlich crazy. Was mich doch ein bisschen stört, ist, sie hatte so oft die Möglichkeit zu fliehen, hat es aber nicht gemacht. Wo ich dann einfach nur gucke, weißt du, ich bin jetzt bei der dritten oder vierten Staffel gewesen, dritte Staffel, ja, und denke mir so, boah, hau doch endlich ab. Es ist ziemlich dramatisch, aber man kann es gucken, es ist nett anzusehen. Selig sind die Sanftmütigen. Und selig sind die, die um Gerechtigkeit verfolgt werden. Ich finde halt, weißt du, wenn wir von das Ende der Welt reden, macht es auch Sinn, mal zu sagen, hey, reden wir mal nicht nur über Serien und Filme, wo es um Zombies geht, sondern auch über Sachen, die ein bisschen naheliegender sind, halt wie
wie der Film Gattaca, der ja auch auf die Geschichte basiert, Brave New World, genau wie Equilibrium, wo es einfach darum geht, in der Zukunft, wo Leute zugepumpt werden mit Drogen und es gibt Gesellschaften, wo Emotionen einfach mal wegfallen, weißt du, weil man denkt, okay, der Mensch ist einfach sein schlimmster Feind. Und deswegen nehmen die ihm einfach sehr viele Rechte und auch Gefühle weg, um eine perfekte Welt zu schaffen, was dann natürlich kein Leben mehr ist. Zweite Serie, ich habe ja gesagt, es geht bergab von der Qualität. Eigentlich meinte ich dann nur den dritten, aber diese Serie, ich habe sie damals geguckt, die erste Staffel, ihr kennt es, American Horror Stories. Die erste Staffel fand ich toll, die zweite Staffel fand ich auch toll, die dritte Staffel fand ich auch toll. Irgendwann wurde es bescheuert, ich hatte gar keinen Bock mehr, wo es dann Freakshow war und dieses Hotel, da habe ich irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Und da habe ich aufgehört. Was ich aber toll fand an dieser Staffel, ey, die ist gut aufgebaut. Man hat ein bisschen was von allem. Man hat Magie und Technologie und irgendwie hat man auch, was ich am besten finde, den Zusammenhang zwischen Staffel 1 und einer anderen Staffel. Und in dieser Staffel Apokalypse, da sind ein paar Staffeln noch dazwischen, muss man nicht gesehen haben, hat man eine Verbindung zwischen mehreren Staffeln und das fand ich toll. Also es hat so einen Faden. Bei der Staffel Apokalypse von American Horror Story geht es einfach darum, dass die Welt angegriffen wird von Atomwaffen, die die Regierung, die Welt selbst abgeschossen hat, weil, hey, wie gesagt, es muss ja auch realistisch sein, ne? Der Mensch ist sein eigener größter Feind. Und dann kommt der Antichrist und die Hexen von anderen Staffeln. Hey, habe ich es gespoilert? Sorry, Spoiler-Alarm. Es ist ziemlich cool gemacht. Also man hat Verbindung, das hat mir gefallen. Think. Hail Satan. No need for the rules anymore. You're gonna have to kill me to shut me up. Tiger King. Boah, was für ein Mist. Leute, es geht halt wie gesagt um White Trash Leute, die anderen White Trash Leuten nicht gönnen, dass sie White Trash sind und dann sind die White Trashiger und versuchen White Trashiger zu sein. Es geht um einen Typen, der hat eine Katzenfarm, eine Tiger, Löwen und Geparden, so eine Sachen halt, so eine Zeug. Und dann gibt's eine Frau, die ist gegen ihn, aber sie hat auch Raubkatzen. Und dann gibt es einen anderen Typ, der hat auch Raubkatzen. Es sind 4-5 Leute, die haben einfach Parkanlagen mit Tigern und Löwen. Die haben mehr Tiger und Löwen und Katzen, was halt auch immer mehr als draußen in freier Wildbahn rumlaufen. Und ich glaube, ich weiß nicht mal wirklich, um was es geht in der Serie. Es geht um diesen Typ Joe Exotic. Und der ist wohl im Gefängnis, weil er jemanden beauftragt haben soll, so eine Frau zu töten, die aber am Ende noch lebt und von der man denkt, sie hätte ihren Mann getötet. Um sein Erbe zu bekommen. Der Typ war einfach mal weg, er war einfach verschwunden. Ist so ein Typ, der hatte mehrere Millionen, der hat sie geheiratet, obwohl er schon verheiratet war. Also die haben sich auch scheiden lassen, so ist es nicht. Aber dann ist er auf einmal verschwunden und dann findet man ein Testament, in dem stand drin, im Falle meines Verschwindens soll sie mein ganzes Geld kriegen und alles so, hör, warum sollte jemand in seinem Testament schreiben, im Falle meines Verschwindens und nicht im Falle meines Todes. Und die dachten so, was passiert, wahrscheinlich hat sie ihren Mann getötet und den Tigern Löwen vorgeworfen. Und sie ist gegen das, was er macht, nämlich, dass er Tiger Löwen hat und es dann anbietet, dass Leute in seinen Zoo kommen, wo Leute dann diese Baby-Tiger streicheln können. Die sind ja voll süß und alles mögliche. Aber sie selbst hat auch so einen Park mit Raubkatzen. Der einzige Unterschied ist, dass sie halt keine Babykatzen anbietet zum Streicheln und dadurch denkt sie, sie sei besser als alle anderen auch. Hypocrite, was ist das Wort? Heuchlerin. Das ist total lächerlich. Und auf jeden Fall am Ende ist Joe Exotic im Gefängnis, weil er in Auftrag gegeben hat, dass sie umgebracht wird, was nicht mal bestätigt wurde. Jemand anders hat ihn reingelegt, um ihn ins Gefängnis zu bekommen. Es ist total bescheuert. Leute, ich sag euch mal was. Vergessen wir diese Big Cat Serie. Was ich euch empfehlen kann, wenn ihr auf so einen Scheiß steht. Und deswegen, ich glaube, deswegen ist diese Serie für mich das Ende der Welt Serie gerade. Weil ich merke, Leute sind am Ausflippen wegen dieser Virus-Sache, dass jetzt so eine beschissene Serie anfängt zu trenden, weil ihr nichts Besseres zu tun habt, als diese Serie zu gucken. Es tut mir wirklich leid. Wir haben nichts Besseres für euch zur Auswahl. Doch haben wir. Ich sag euch mal was. Wenn ihr eine Serie sehen wollt, wo es um Intrigen geht, wo es auch wirklich live so ist wie das, bloß halt noch kürzer und viel aufregender, dann guckt auf Netflix die Serie Don't Fuck with Cats. Die ist viel cooler. Eines der schlimmsten Videos, die ich je gesehen habe. Ich wollte irgendetwas tun.
Die Leute drehten durch. Wir mussten rauskriegen, wer das auf dem Foto war. Ich dachte, okay, ein Katz-und-Maus-Spiel, ich bin dabei. Und da geht es darum, ich glaube, es hat nur 3-4 Folgen, ich bin mir nicht sicher, aber es ist viel kürzer und viel geiler. Es geht auch um Katzen, okay, das ist wahrscheinlich, was ihr wollt. Es geht um Katzen, es geht um Typen, der eine Katze tötet auf YouTube und dann wird es plötzlich viral und eine andere Gruppe von Leuten versucht herauszufinden, wer der Typ ist. Und der Typ ist dann plötzlich auf der Flucht hier und da und endet dann auch in Deutschland. Es ist alles real passiert, ist genauso aufgebaut wie das, bloß halt weniger White Trash. Ist total interessant. Schaut sie euch an, die Serie Don't Fuck With Cats. Vergesst dieses Big-Katzen-Ding. Ist totale Zeitverschwendung. Es ist total, ey, ich krieg diese Zeit nicht wieder, aber ich möchte sie euch schenken. Guckt lieber Don't Fuck With Cats. Das ist kürzer und viel besser. So, das war's von mir. Wie gesagt, bitte, dieses Mal möchte ich Liebesfilme sehen. Liebesserien vielleicht nicht, weil die sind alle Mist. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir müssen mal rauskommen aus dieser Depri-Stimmung. Reden wir über was Tolles. Okay? Falls euch also ein Film einfällt, eine Serie, wo ihr denkt, okay, das gleichen wir mal aus, diese ganze Kontraproduktivität, schreibt es einfach unter in die Kommentare. Ich würde mich voll freuen. Dankeschön und bleibt gesund. Ich dachte, wir wären Freunde.